Vielleicht kennst du das. Mit dem Älterwerden siehst du zunehmend schlechter und die Arbeit am Computer macht deinen Augen ebenfalls zu schaffen. Ganzheitliches Augentraining kann dabei helfen, deine eigene Sehkraft zurückzubekommen und sogar die Brille dauerhaft loszuwerden. Jeder Mensch kann aktiv seine Sehkraft beeinflussen und dadurch besser und vor allem entspannter sehen, denn am Ende ist es wichtig, wie du deine Augen benutzt. Im heutigen Interview-Ausschnitt mit der Moderatorin Anne Lippold und Expertin Silvia Gehmann geht es darum, wie man gutes Sehen lernt. Silvia Gehmann ist Expertin für den Sehsinn und Gründerin der Augenschule. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass das Sehen selbst veränderbar ist. Als 2015 ihr Sehen sich massiv verschlechterte, hat sie mit Augen- und Sehtraining unter anderem das dreidimensionale Sehen gelernt und ihre Sehkraft erheblich verbessert. Heute gibt sie ihr Wissen an Menschen mit Fehlsichtigkeiten und Sehproblemen weiter. Vergiss nicht, auf unserem Kanal bekommst du mehrmals pro Woche spannende Videos zu verschiedenen Medizin- und Gesundheitsthemen zu sehen. Wenn du also nichts verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview-Ausschnitt. Jetzt gibt es ja den Unterschied zwischen Augentraining und Sehtraining. Für mich als Laie klingt das erstmal total gleich. Kannst du mich mal aufklären, was ist da der Unterschied? Und vielleicht auch ein paar Beispiele dazu geben. Ja, ganz einfach. Also die Augen betrifft eben wirklich den optischen Apparat, den wir haben. Ja, also den Augapfel, alles drumherum, die Befeuchtung, Hornhaut, Netzhaut, Lider und so weiter. Und das Sehtraining, das bedeutet, wie ist denn die Informationsverarbeitung dann hinten im Gehirn? Also wenn du die Hände mal so hochkant nimmst und an den Hinterkopf legst, so hoch groß ist der Bereich, wo das Sehen interpretiert wird. Das ist ein großer Bereich vom Gehirn, weil es ja auch unser wichtigster Überlebenssinn ist, ja, und leitend auch. Und Sehtraining setzt eben dort an. Also es reicht nicht nur, dass wir eben ja das klassische Augen-Yoga, Augenrollen machen und die Augenmuskeln, die äußeren Augenmuskeln beweglich halten. Das wäre das Augentraining. Und Sehtraining geht dann eben darum, um die Wahrnehmung. Wie wird es weiter verarbeitet? Und beim Sehtraining kommt eben dann auch noch der mentale Aspekt rein. Also ich arbeite auch viel mit Klienten, tatsächlich die Ursache herauszufinden. Wann hat denn das schlechte Sehen angefangen? Was ist da passiert in deinem Leben? Weil da liegt tatsächlich der Schlüssel. Wir fangen nicht einfach an, schlecht zu sehen. Es gibt einen Auslöser. Ja. Und das eben, das fließt dann in Sehtraining ein. Oder eben auch beim beidäugigen Sehen ist es ja nicht nur das Licht, was jetzt eben durch beide Augen reinkommt, sondern wie wird es fusioniert zu einem Bild zusammengelegt? Also diese beiden verschiedenen Bilder, die ja einen ganz leicht anderen Winkel haben, wie werden die übereinander gelegt, um eben dieses dreidimensionale Bild zu erzeugen? Und das ist eine Lernsache. Das Gehirn lernt relativ schnell und wenn wir eine Anforderung an das geben, ja, wenn wir, das ist auch zum Beispiel beim peripheren Sehen, ja, in dem Moment, wo du also hier dein Gesichtsfeld kitzelst, dann kommt der Impuls an, da passiert was, aber nur wenn du deine Aufmerksamkeit auch hinlenkst und dann wird es vom Gehirn auch interpretiert und das funktioniert manchmal wirklich super, super schnell. Also hat es ganz viel auch mit Aufmerksamkeit zu tun und bewusst machen, vor allem auch, dass ich was tun kann. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Kommt mir ja sehr bekannt vor bei meinen Frauen mit Regelschmerzen. Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Das Gehirn arbeitet ja energiesparend. Also alles, was wir nicht bewusst quasi anfordern, schaltet es auch ab. Ja. Also das ist eigentlich das zugrunde liegende. Und umgedreht können wir eben Dinge dann relativ schnell aktivieren. Ja, okay. Das ist ein sehr, sehr guter Aspekt, der das nochmal erklärt. Wie kann es denn dann sein, dass mir bis vor kurzem eigentlich nur bewusst war, ich muss viele Möhren essen, weil da die Beta-Carotine drin sind und die sind gut für meine Augen und ansonsten wusste ich nicht, dass es Sehtraining, Augentraining etc. gibt. Und ich glaube, es ist vielen Zuschauenden hier so geht. Ja, das stimmt. Das hat eine Historie, leider, ja, wie in vielen Bereichen auch.
Es wäre so einfach, ja, keine Brille zu benutzen, sondern die Ursache zu erforschen, dann eben zu lernen, wie geht natürliches Sehen, wie ist der Sehsinn eigentlich angelegt, wie können die Augen gut sehen. Aber damit lässt sich halt nicht so viel Geld verdienen. Und das war schon vor 100 Jahren eben, hat der Begründer, der Pionier Dr. Bates in New York sehr viel Gegenwind bekommen. Er wollte nämlich gar nicht, sage ich mal, den Beruf der ganzheitlichen Sehtrainer kreieren, sondern er wollte die Augenärzte, die Vorgehensweise der Augenärzte verändern. Und sie haben ihn gleich mal aus dem Augenärzteverband geschmissen. Er hatte also tatsächlich eine Klinik auch, wo du hingehen konntest und wurdest ganzheitlich behandelt mit sehr, sehr guten Erfolgen. Wir verdanken ihm so viel, ja, was er da erforscht hat. Und aber damals boomte schon die Brillenindustrie und er hat großen Rückenwind, Gegenwind damals bekommen. Und das ging so weit, dass es im Staat New York bei Gefängnisstrafe verboten war, das, was ich heute mache. Und das ist natürlich etwas, was sehr stark nachwirkt. Ja. Ja. Also in Amerika war das, es gibt nach wie vor Staaten, wo es verboten ist. Man glaubt es nicht, es ist so. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es dann eher so im Geheimen weitergegeben wurde und sehr aufgepasst wurde. Wem erzählt man das, dass man das macht? Ne? Ist ein sehr starker Gegenwind. Und in Deutschland war es tatsächlich in den 30ern en vogue, Sehtraining und Augentraining zu machen. Das war sehr bekannt, es schwappte nämlich rüber und hat sich hier also sehr verbreitet. Und dann kam eben unsere Geschichte und auch das wurde auch hier verboten. Genau. Ja. Du meintest vorhin, dass jedes schlechte Sehen eine Ursache hat und dass, wenn man die Ursache findet, man eigentlich das dann auch ganz gut wieder in den Griff kriegt. Jetzt gibt es doch aber bestimmt auch biologische Ursachen oder Dinge, die man nicht mehr hinkriegt. Oder kann ich jetzt wirklich das Ziel haben, okay, ich habe super schlechte Augen, ich habe vielleicht auch einen Zylinder drin etc. und ich muss nur genügend Sehtraining und Augentraining machen und dann bin ich wieder brillenfrei. Was für Erwartungen darf ich haben? Also wir sprechen dabei von Fehlsichtigkeiten und nicht von Augenerkrankungen. Ja, die will ich mal komplett ausklammern. Ich arbeite auch nicht medizinisch, sondern eben die Yoga-Lehrerin für die Augen. Ne, so kann man, ich bin nicht der Orthopäde, sondern eben die Yoga-Lehrerin. Und bei Fehlsichtigkeiten ist es tatsächlich so, dass eben immer irgendeine Ursache dahinter liegt, dass eben das Unterbewusste in uns schützt vor irgendetwas. Ja, ich arbeite dann auch viel mit Glaubenssätze, also hinderlichen Glaubenssätzen, ganz wichtig. Glaubenssätze tragen uns ja durchs Leben, aber die hinderlichen halt, die haben wir irgendwann aufgestellt, weil vielleicht etwas passiert ist oder weil wir eben zu der Auffassung kamen, dass es besser wäre. Ja, manchmal sind das Momente, die Erwachsenen gar nicht so wahrnehmen, wenn Kinder sich entscheiden, dass eine Situation jetzt für sie gefährlich oder unerträglich ist. Ja, und da liegt eben oft die Ursache. Ja, bei Kurzsichtigkeit, ist es, die ja bei Kindern auch sehr, sehr zunimmt weltweit. Also da sprechen wir tatsächlich von einer Pandemie. Ja, also 2050 wird vorher gesagt, dass die Hälfte der Menschheit kurzsichtig ist. Und das hat natürlich jetzt damit weniger zu tun, sondern dass wir nicht mehr rausgehen. Also die Forschung ist relativ weit. Kinder sollten mindestens 2 Stunden am Tag draußen bei Sonnenlicht sein. Das heißt nicht in der Sonne, das kann auch im Schatten natürlich sein, aber eben ohne Sonnenbrille. Und so weiter. Also das ist Quatsch, sondern rauszugehen und draußen in der Natur im Sonnenlicht zu sein, weil das eben von künstlichem Licht nicht nachgebildet werden kann. Ja, also in seiner Gänze, das geht einfach nicht. Und das hält den Augapfel tatsächlich rund. Da gibt es viele Studien dazu. Und das ist einer der Gründe, also die Lebensumstände unserer Kinder heute im Vergleich zu eben früher, die Kurzsichtigkeit begünstigen. Und dazu kommt auch noch mit einer Fernbrille eben viel Naharbeit, die wir nun mal heute machen, zu tun. Das begünstigt auch dann die Kurzsichtigkeit, dass sie voranschreitet. Das sind also 2 Dinge, wo
ich versuche viel Aufklärungsarbeit auch zu leisten und den Umgang mit der Brille eben zu verändern. Okay, also das heißt, die Ursachen sind sowohl körperlich als auch mental. Körperlich in dem Sinne, wie benutze ich eigentlich meine Augen? Gucke ich die ganze Zeit nur auf den Bildschirm, der 30 Zentimeter von mir entfernt ist? Oder benutze ich die Augen tatsächlich auch draußen, wo ich mal richtig in die Tiefe gucken kann, in die Ferne schweifen und den Augapfel dadurch auch trainiere und die Linse wahrscheinlich auch beweglich halten? Und dann das Mentale im Sinne von Glaubenssätze für die Zuschauenden, die dann mit dem Begriff nichts anfangen können. Das sind so innere Überzeugungen, die wir haben. Also so kleine Sätze wie, ich bin nicht geliebt oder ich bin es nicht wert, dass man sich um mich kümmert oder ich muss mich immer sehr anstrengen, damit man mich lieb hat. Das sind so ganz typische Glaubenssätze, die viele Menschen haben. Wie können die, also da fehlt mir noch so ein bisschen das Verständnis, wie denn mein Blick, der dann weniger scharf ist oder kurz- oder weitsichtig wird, wie der mich schützen kann vor einer Situation, in der ich einen bestimmten Glaubenssatz habe? Du kannst dir so vorstellen, wenn etwas eben in dem weiteren Umfeld gefährlich erscheint, in Anführungszeichen, ne? Das steht ja für vieles, dann ziehe ich mich in meine Bubble, in meine kleine kurzsichtige Bubble zurück. Ja, ich zum Beispiel, ich habe mich in Büchern vergraben, ich habe ganze Bibliotheken als Kind durchgelesen, ja, so in dieser Art, ja, und bei der Weitsichtigkeit ist es eben eher die Nähe ist gefährlich und ich richte meinen Blick eben in die Ferne. Ja. Okay. Das war's mit unserem heutigen Interviewausschnitt. Ich hoffe, du konntest daraus viele wertvolle Informationen für dich mitnehmen und du hattest Spaß beim Zuschauen. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Vergiss auch nicht, das Abo dazulassen, denn nur so bekommst du eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos hochladen. Wenn du deine Erfahrungen und Meinungen zu dem heutigen Thema mit unserer Community teilen möchtest, dann hinterlass doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald!